Seit mehreren Tagen laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Und das Ergebnis ist mittlerweile gut erkennbar. Am Hochhaus Hamburger Allee, Ecke Platter Straße, lässt gerade die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft SWG eine Seite zum Kunstwerk machen. Die Berliner Firma Xi Design schickte dazu eine Truppe in die mecklenburgische Landeshauptstadt. Der Entwurf stammt von einem Berliner Künstlerinnen-Duo. Am 21. Oktober fand die gemeinsame Begutachtung statt. In wenigen Tagen soll der letzte Schritt folgen: Abnahme der Gerüste. Schwarz als eine ruhige Grundfläche für die Wörter, die dann darauf schweben. Wörter, die Assoziationen zulassen zu etwas, das wahrscheinlich jeder schon mal erlebt hat bei Wanderungen durch Landschaft. Wir sind ja in diesem Jahr 60 geworden als Genossenschaft und die Kunst im öffentlichen Raum oder am Bau spielt ja leider nicht mehr die Rolle, wie man es mal gewohnt war, und haben gesagt, zum 16 Jahre SWG wäre das ja eine schöne Aktion, zusammen mit dem Künstlerbund einen Aufruf zu starten. Und da gab es diverse Angebote oder auch, wie soll ich sagen, Entwürfe. Und dann gab es eine Jury, da hat die Stadt mitgewirkt, die SWG-Künstler haben mitgewirkt, der Künstlerbund. Ob auch weitere Hausgiebel von der SWG demnächst künstlerisch gestaltet werden sollen, bleibt noch ungewiss. Die Wohnungsbaugenossenschaft will zuerst das Feedback von den Einwohnern erhalten.